Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen Folge Angezockt. Heute habe ich mir mal ein ganz besonderes Spiel rausgesucht. Und zwar handelt es sich dabei um Bounty Train. Der ein oder andere wird es eventuell schon mal gehört haben. Ich denke, der Großteil aber nicht. Das Spiel hatte nämlich jetzt eine Early Access Zeit hinter sich und ist jetzt recht frisch erst released worden. Der Publisher ist Daedalic Entertainment. Die sitzen in Hamburg, also deutsche Jungs dann da mit am Start. Und ja, für die Leute, die so gar nichts damit anzufangen wissen, ist es schwierig zu erklären, was Bounty Train ist. Es ist so ein bisschen eine Wirtschaftssimulation, das kann man ganz klar sagen. Auch Strategie, da ist so vieles drin. Und die Mischung macht mir in der Theorie ganz viel Spaß. Jetzt hoffe ich auch, dass es in der Praxis so ist. Ich selber habe noch keine Sekunde gespielt, weil ihr wisst, mir ist es immer wichtig, gerade in den Angezockt so dabei zu sein, wie ihr das Spiel dann auch am Anfang hättet. Einfach ein bisschen unwissend, einfach mal gucken, was so passiert. Und daher springen wir jetzt mal ins Spiel und schauen, was da so bei Bounty Train passiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. So, und wir sind jetzt also auch im Spiel. So schaut das Ganze aus. Ich habe nur auf Starten gedrückt, und zwar auf die Kampagne. Da gab es mehrere Schwierigkeitsmodi. Wir sind jetzt hier mal normal. Ich dachte mir, das muss reichen. Und hier, sprich in Portland mit Jeremiah. Der steht hier schon und sagen, alles klar, Jeremiah, was ist los? Jeremiah Sullivan Black. Guten Tag, Walter. Mein Name ist Jeremiah Sullivan Black. Ich habe für Ihren Vater sämtliche anwaltlichen Pflichten übernommen. Ich weiß aber auch, dass Sie wegen seines Ablehnens konzertiert hat. Aha. Wenn mein Vater fragen, nach dem Eisenbahnunternehmen fragen, verlieren wir keine Zeit. Ja, wir fangen einfach nochmal den Eisenbahnunternehmen an. Sie erwähnten die National Pacific Railroad Company. Was hat es damit auf sich? Ihr Vater war Teil bei der National Pacific Railroad Company. Ist übrigens nicht so leicht. Kleiner Zungenbrecher. Dem Unternehmen, das die erste transkontinentale Bahnstrecke der USA baut, die irgendwann Ost- und Westküste verbinden wird. Also auch so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund hat das Ganze. Also auch da wird thematisch Bezug dazu genommen. Das klingt nach einem großen Regierungsprojekt. In der Tat, Ihr Vater wollte eine möglichst kurze und nicht zu teure Strecke konstruieren, aber sein Geschäftspartner Cornelius Tilbertner hatte andere Vorstellungen. Er hat sich in den Kopf gesetzt, eine längere Strecke zu bauen, um möglichst hohe Fördergelder von der Regierung zu halten. Aha, aus der Sicht eines Geschäftsmanns ist das nicht abwegig, schließlich würde das Unternehmen erheblich profitieren, oder nicht? Das ist wahr, aber die Strecke, die Mr. Tilbertner plant, verläuft mitten durch die Indianergebiete. Da sind Konflikte nur eine Fragezeit und Konflikte bedeuten Leid und Tod. Wir sprechen ja von Hunderten, wenn nicht Tausenden unschuldigen Opfern. Ich brauche Ihre Hilfe, um das zu verhindern. Ach, wir verlieren jetzt keine Zeit. So, wir stehen noch ganz am Anfang. Bringen Sie zunächst eine Lieferung zu Mr. Quincy, einem Beamten in Boston. Mit seiner Hilfe erhalten wir eine Lizenz für die Bahnstrecke zwischen New York und Boston. Im Gegenzug habe ich Ihnen versprochen, die erwähnte Lieferung für ihn zu übernehmen. Ach, richtig, Sie benötigen natürlich noch Streckenlizenz für Portland und Boston. Die habe ich für Sie besorgt. Na, ich werde mich drum kümmern. So, Linksklick auf die Weltkarte. Jo, das machen wir. Wo ist die Weltkarte? Ach, da, okay, das war jetzt sehr einfach. Nehmen wir einfach mal die da. So, und jetzt habe ich hier die Strecke. Weil hier ist Boston, hier ist Portland und die ist gerade gesperrt. Das heißt, natürlich müssen wir die für 50, Alter, 50 freischalten. Und wir haben nur 100. Das ist ja fast die Hälfte unseres Vermögens. Na gut. Sie benötigen eine Lizenz. Besitzen Sie bereits eine? Noch nicht. Ah. Ah, okay. So ging das. So, und jetzt drücken wir mal auf Abfahrt. Und da kommt schon unser Zug an. Das ist, wie gesagt, somit das Wichtigste in dem Spiel, der Zug. Geschäftsaufträge sind im Rathaus von Portland verfügbar. Walter, ich hoffe, die Lieferung für Mr. Quincy verläuft zufriedenstellend. In der Zwischenzeit habe ich eine vielversprechende Unterhaltung mit dem Beamten des Rathauses in Portland geführt. Ich versicherte ihm, dass Sie jemand sind, auf den man sich verlassen kann. Hier in Portland wäre man nun bereit, Ihnen Geschäftsaufträge anzubieten. Das sollte uns genug Geld verschaffen, um das Geschäft zum Laufen zu bringen. Sollte Ihr Auftrag misslingen, sinkt allerdings Ihr Ansehen. Und die neuen Geschäftspartner werden es sich zweimal überlegen, bevor sie noch einmal mit einem Auftrag betrauen. Enttäuscht mich nicht. Hochachtungsvoll, Jeremiah Sullivan Black. Ja. So, dann gehen wir doch mal einfach mal ins Rathaus. Wir sind auch zwischen den Öffnungszeiten, das passt. So, und hier mal den Quincy mal anhauen.
Ausgang, mein Freund. Schau mal, lasst mich in den Stich, junger Mann. Sind Sie nicht von hier? Richtig. Ich kenne Sie noch gar nicht. Natürlich belügen wir den erstmal nicht, sondern wir sagen, wer Sie sind. Ah, und Schicksal von meinem Vater. Aufrichtiges Beileid. Klingt großartig. Vielen Dank. Natürlich schön, wenn er mir den Start erleichtern will. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die erste Lieferung. Ich kann jederzeit vorspulen, will ich aber gar nicht. Und zwar, was ist denn das? Dein Ansehen in der Stadt, okay. Das heißt, was muss ich jetzt machen? Fahre nach Portland, bringe Jeremiah die Streckenlizenz, damit er sie unterzeichnen kann. Das ist übrigens mein Zug und bin ich, scheinbar. Schöner Zug. So. Also ich denke mal, dass ich jetzt... Fahre nach Portland und... Aber ich, achso, ich muss jetzt erstmal nach Portland fahren. Oder? Sehe ich richtig? Und dann die Streckenlizenz bringen. Aha, ich kann jetzt hier Aufträge annehmen. Jetzt muss ich erstmal schauen, wir sind ja gerade in Boston. Baumwolle nach Portland. Das klingt doch nach was, wo wir jetzt direkt machen können. Drei Einheiten Baumwolle. Ja, das passt. Jetzt muss ich nur rausfinden, wo wir was kaufen können. Ne, das ist mir noch nicht. Am Markt? Geladene Fracht. Ist das jetzt schon? Oh ja, das schaut so an. Das ist schon die Baumwolle. Das ist sehr gut. Das heißt, ab hier rein und jetzt nach Portland natürlich. Automatischer Kohlekauf, den nehmen wir mal mit. Und wir brauchen dafür einen Tag und 6 Stunden. Ja, das läuft. Ja, ich weiß, dass ich jederzeit vorspringen kann. Oh, da ist aber ganz schön dunkel. Mit einem Beamten im Rathaus. Ja. Die schlafen alle gerade. Jetzt gehe ich erstmal in den Jeremiah. So, die Strecklizenz habe ich. Güterwaggon ausgesprochen. Ungeeignet. Wir brauchen Geld für einen Passagierwaggon. Ja. Aufträge in Rathäusern oder Sie handeln mit Waren aus den Städten. Worüber möchten Sie mehr erfahren? Ich will natürlich über das Handeln wissen. Hier, erzählen wir mal, was Handeln. Jede Stadt hat einen Markt, da können Sie Güter kaufen oder verkaufen. Die Preise sind abhängig davon, was in der jeweiligen Stadt produziert und verbraucht wird. Unterschiede von Stadt zu Stadt sind also normal. Das finde ich genau nämlich geil, muss ich sagen, dass man einfach so handeln kann. Genau sowas, ich liebe Handelssimulationen. Also das ist genau vollkommen meins. Es ist sinnvoll, sich über verfügbare Preise gewisser Güter stets auf die Laufenden zu halten. In den Postämtern der Stadt können Sie dafür Lokalblätter abonnieren. Und jetzt die Aufträge, das glaube ich, das war, das habe ich ja schon gesehen. So, jetzt muss ich nur noch mit einem Beamten im Rathaus sprechen. Ja, so. Ha, das ist schön, das geht einfach. Guten Tag. Baumwolle, ja genau. Zack und abgeschlossen. Sehr schön, wir werden langsam reich. Boah, das ist immer ein dicker Auftrag. So, verdiene 400, sprich mit Jeremiah. Also pass auf, das haben wir alles schon beendet. Das heißt, das brauche ich nicht mehr. Aber jetzt würde ich gern zum Markt mal gucken. Doch, das ist unser. So. Das heißt, wir sind hier. Die sind sortiert auf den um. Das heißt, sehe ich das richtig? Ich kaufe das hier nach Kaufpreis sortieren, nach Verkaufspreis sortieren. Aha, okay. Das heißt, ich kaufe hier das Zeug ein und in Portland ist es so viel wert. Ah, okay. Also das ist... Wir sind ja in Portland. Das heißt, das sollte ich jetzt hier mal nicht kaufen. Die Baumwolle brauchen sie wie nochmal was. Okay. Waffen sollte ich jetzt ja nicht unbedingt einführen. Das würde mir mal ansehen wahrscheinlich ordentlich schaden. Aber Tabak scheint gut zu gehen.
So Relation technisch, das ist bringt mir ja fast das Doppelte. Ja, das will ich kaufen. Kohle, Waffen, Tabak. Für 126 kaufen. 5,5, 1,5 Tonnen. Vollgefahr sehr hoch. Joa. Das nehme ich mit. So ist mein Zug scheinbar auch schon voll. Das heißt, zack, wieder auf die Karte und natürlich nach Boston. Und zack zum Markt. Und da will ich natürlich hier meinen Tabak loswerden. Machen Gewinn von 70. Joa. Und das kann ich jetzt so weiterspielen. Das heißt, ich kann jetzt natürlich schauen, was kostet. Aber ich habe doch... Wo ist denn hier dieses... Diese... Weil das ist, wenn ich hier das Abonnement kaufe, dann kann ich nämlich immer wissen, wo der Preis ist. Aber eigentlich brauche ich das, glaube ich... Preise und Nachfrage von Waren verändern sich ständig. Mit einem Zeitungsabonnement haben sie den Markt der jeweiligen Stadt immer im Blick, auch wenn sie sich dort gerade nicht aufhalten. Das ist ganz wichtig. Auf diese Weise wissen sie jederzeit über Angebot und Nachfrage und können so ihr Profit besser vorausplanen. Okay, aber erstmal will ich das nicht, weil erstmal fahre ich ja nur hier die Städte hin und her. Da denke ich mal nicht, dass das unbedingt nötig ist. Nachher wird es auch noch, man kann auch überfallen werden in dem Spiel. Finde ich auch sehr spannend. So. Ich will was, wo ich richtig, richtig absahne. Aber ich glaube, da war Baumwolle ja ganz gut. Alkohol geht scheinbar auch. Schmuck! Schmuck ist super. Aber so viel habe ich ja gar nicht. So. Zack. Ah, das gefällt mir, Jungs. Ich weiß, das ist vielleicht zum Ansehen jetzt nicht das Allergeilste, aber ich weiß ja, was da noch im Nachhinein kommt, eben mit neuen Zügen. Monthly Report. Einnahmen, Ausgaben. Ja, ja, ja. Ich bin ja jetzt erst, ich komme ja jetzt erst hier ins Handeln. Da und 122 Gewinn. Verkaufen. So, jetzt haben wir schon fast 400 voll. Aber ich glaube, ich hätte auch, ich könnte ja immer noch noch jemanden mitnehmen aus dem, hier, vom Bahnhof, glaube ich. So. Stahl geht gerade gut. Waffen würden auch gehen, aber davon... Nahrung, Tabak, Waffen, Kohle, Schmuck, Tabak. Aber sonst ist ja gerade gar nichts da. Das heißt... Ne, ich will es nicht kaufen. Nahrung könnte ich auch klar machen. Waffen darf ich ja nicht. Aber ich glaube, Kohle ging auch gut, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, Kohle. Nehme ich halt davon einfach was mit. Aha, der Wagen ist voll. Kann ich dann nachher, müsst ihr doch eigentlich Kohle verkaufen können. Scheinbar nicht. So, das geht jetzt so nicht, wie ich mir das gerade vorstelle. Das heißt, ich schaue mal hier rein. Wenn sich kein Passagier, dann spule ich jetzt mal ein bisschen vor. Was ist jetzt? Immer noch kein Passagier. Sehr dreist. Deswegen ist hier jetzt was produziert. Brauchen die denn keine Nahrung da drüben? Die müssen doch was essen. Ja, Nahrung geht schon. So, jetzt nehmen wir einfach mal Nahrung mit. Aber das ist halt 64. Das ist ja zum Sterben zu wenig und zum für irgendwas anderes zu viel. Kein Passagier am Bahnhof. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Okay, das kann ich nicht annehmen, weil ich habe keinen Passagier, den ich da rüberbringen kann. Gut, dann fahre ich das Zeug jetzt mal rüber. Ich hoffe, ich habe jetzt gerade nicht den Preis durch meines Überspringen kaputt gemacht.
würde uns Geld leihen. Darf ich bereit wäre, uns Geld zu leihen, über die Bedingungen weiß ich leider nichts Konkretes. Und wir haben, kann man auch nicht vor, für das Geld nicht sauber. Aha. Also ob das jetzt so... Ich weiß ja nicht. Als erstmal wird verkauft. Ist übrigens eine sehr angenehme Musik. Nicht so aufdringlich. Mag ich. So. Ja, der Schmuck geht immer noch saugut. Und ich glaube, den nehme ich auch wieder mit. Schauen wir mal. Da kann ich ja keinen mitnehmen, weil ich eben keinen Passagier habe. Das geht mal nicht. Kann ich hier vielleicht... Gibt es hier eine nette Möglichkeit? Nach Portland. Mindestansehen ist zu niedrig. Okay. Weil das ist alles erstmal durch. Also muss ich jetzt mal rüber. Hab ja noch was. Was ich rüberfahren kann. Dann sollte ich auch schon über die 400 hoffentlich kommen. Ganze 38 km/h. Wahnsinn. Was ist denn er? Ich hätte ganz mehr Geld leihen. Oh, der schaut mir aber dubios aus. Den, glaube ich, will ich nicht. So, nochmal 100 Gewinn verkaufen. Und jetzt sind wir jetzt nämlich auch... Und jetzt können wir mit dem Jeremiah mal sprechen. Jeremiah, altes Haus. Ich habe das Geld für den Waggon. Jetzt da. Gut, jetzt brauchen wir noch einen Passagierwaggon. Keiner sollte... Ein kleiner sollte erst einmal ausreichen. Ja klar, wo bekomme ich denn den überhaupt? Ihr Stadt verfügt einen Betriebshof. Da kann man verschiedene Waggons und Lokomotiven kaufen. Wenn der Zug beschädigt ist, können sie ihn zu dem Betriebshof reparieren lassen. Ja. Und schon habe ich den Betriebshof. Haha. Da kommt mein... Uiuiui. Kleiner Passagierwaggon. Einer Begleit. Kleiner Frachtwaggon. Den nehmen wir natürlich hier vor. Schaut doch gut aus. Oh, Schnieke, Schnieke. So will ich das. Ne, die will ich nicht, die Zeitung. Weil aktuell pendel ich ja da eh zwischen den beiden hin und her. Gibt's nichts nach Boston? Was? Das ist ja mal doof. Ah. Na, wo ist denn das? Kann ich da überhaupt hin? Da kann ich ja nicht mal hin. Nach Utica. Ja, ich habe hier, wenn ich hier... Sehr doof. Aha, okay, nach New York geht es erstmal gar nicht. Das heißt, ich muss hier erstmal warten in Portland. Bis ich hier entweder einen netten Fahrgast habe, der auch hoffentlich nach Boston irgendwo will oder dass ich hier einen Auftrag bekomme. Weil ihr seht, mit meinen 38 ist nicht mehr so viel möglich. Ich hoffe, dass ich nicht pleite gehe bis dahin. Nach Utica. Vielleicht hätte ich ein bisschen mehr machen sollen, als die Bell 400 sofort kaufen. Aber es gibt in der Tat gerade... Ich spreche in Portland mit Jeremiah. Das mache ich jetzt mal, was er jetzt noch will. Ja, dort steht er. So, und jetzt fahre nach New York. Aber wie soll ich das machen? Ja, wir haben alle notwendigen Dokumente. Haha! Und zack, kann ich hin. Und dann, haha, kann ich ja jetzt hier... Uhui! Dann kann ich ja jetzt... Och,
eine Aufgabe machen nach New York. Irgendwas, was auch was bringt. 7 Tage, das schaut gut aus. Das machen wir auf jeden Fall. Okay, das ist nicht mehr. Das ist der Frachtraum, ist dann da voll. Und der will nach Utica. Das bringt mir nichts. Deswegen ab nach New York. 3 Tage. Ja, Abfahrt. Wie viel Kohle habe ich noch? 38. Ja, das ist zum... Für alles leider viel zu wenig. Ja, natürlich, gib mir den Brief. Ist sehr dringend und dir bleibt kaum Zeit, dein Ziel, fast schnell kannst, um dein Ziel der vorgesehenen Zeit zu erreichen. Ja. Was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Okay. Und jetzt kommt dieser Strategieteil, glaube ich, den ich so ein bisschen meinte. Klar. Nach oben in den dunklen Kessel zu hin. Volle Fahrt voraus, mein Freund. Und das ist eben das, ihr könnt nachher auch noch Leute anheuern und da werdet ihr dann überfallen. Ja, was ist ein Zugspiel ohne ein Horn? Ist doch schon auf Max. Kann eh nichts dafür, dass der Walter so lange braucht, bis er hier die Kohle reinkesselt. Ja, das ist gut. Warte mal. Um in den Kurven keinen Schaden zu nehmen, reduziere dein Tempo gemäß der an der Höchstgeschwindigkeit. Woher sehe ich da ist Armaturen? Das letzte Gefahrtempo. Okay, dann machen wir jetzt, warte mal, wenn ich jetzt 10, dann kann, reicht ja, wenn ich hier halbe Geschwindigkeit fahre. Ja, bis jetzt läuft's. Aber ich finde die Kurve hier spannend. Schaut nämlich nicht so kurvig aus. So, ich kann ja auf maximal. Dann lässt hier mal den Boost rein. Da geht, wie gesagt, hier so ein bisschen die Lok in Arsch, aber das geht schon. Jetzt muss ich wahrscheinlich dann nachher gleich bremsen. Wir sind in 85 Meter auch schon da. Unfassbare 20 Geschwindigkeit. So, Erfolg! Sehr gut! Und wie gesagt, da kann man auch überfallen werden eben. Und man sieht schon, wohin das geht, in welche Richtung. Also erstmal im Rathaus, Junge. Ich will meine Kohle. Zack. Da ist es da. Das heißt, das ist beendet. Das ist beendet. Ein wichtiger Brief. Den Wim. Jack Goodman. Da ist der Jack. Natürlich habe ich ihn. Ah, dafür gab es auch noch ein bisschen Wasser im Zaster. Und jetzt will der Jerry Meyer noch was von mir. Nun muss ich nur noch die Papiere vorbereiten. In der Zwischenzeit empfehle ich Ihnen wärmstens zum Postamt zu gehen und die hiesige Zeitung zu abonnieren. New York ist eine sehr große und wichtige Stadt. Die Zeitung wird uns jederzeit zuverlässig über die wirtschaftliche Lage informieren. Ja gut, ich wollte gerade sagen, wenn er es mir so empfehlen kann, dann kann ich da wohl schwer Nein sagen. Das heißt, natürlich will ich unbedingt für 18 Dollar pro Monat eine Zeitung haben. Na, vierte Gott. Aber es ist natürlich eine schöne große Stadt. Hier gibt es auch eine Bank. Hol dir
deine Aktien von Jeremiah. Wo ist er denn, von Jeremiah? Da ist er. So, jetzt bin ich ja gespannt. Alles soweit in Ordnung. Hier haben Sie die 4% der Unternehmensanteile und etwas Geld. Als nächstes sollten wir uns auf die Suche nach Ihren Brüdern und Ihrer Schwester machen, denn sie hätten ebenfalls Anteile. Ich habe erfahren, dass ein mächtiger Konkurrent auf die Anteilsmehrheit spekuliert. Sein Name ist Cornelius Tilbertner. Sie haben nun Ihre Anteile und Ihren ersten Zug. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, wo sind denn meine Geschwister überhaupt? Hier, wollte nach Buffalo. Okay. Was ist denn Cornelius? Das ist der... Okay, danke, ich muss los. Aha. Walters Anteil, Cornelius Anteil. Beschaffe einen Begleitwagen, heuere ein neues Crewmitglied an und fahre nach Buffalo. Okay, Betriebshof, was kostet denn so ein Begleitwagen? Okay, den können wir uns bald leisten, aber ich will dann noch ein bisschen Kohlen machen. Das heißt, ich sollte erstmal schauen, dass ich irgendwie vielleicht auf den Markt gehe. Da was... Warte mal, nee, erstmal mach mal. Gibt es hier jemanden, der vielleicht zufällig... Nach Pittsburgh. Wer will denn nach Pittsburgh? Wo ist denn Pittsburgh? Philly? Utica? Buffalo? Pittsburgh. Alter, das ist ja eine Rundreise. Ne. Oh. Einer hat einen coolen Automat. Alles klar. Da war das Geld mal wieder weg. Also, der will nach Pittsburgh. Das ist schon mal... Das mache ich mal nicht. Waffenladen. Also, auch das muss man seine Leute bewaffnen. Mache ich jetzt natürlich noch nicht. Weil sonst ist mein ganzes Geld weg. Buffalo, Cleveland, Pittsburgh. Warum wollt ihr denn alle so merkwürdige Sachen? Ja, dann kaufe ich halt was am Markt. Ich war halt schon lang nicht mehr in Boston. Boah, ist das günstig hier, der Stahl. Da nehme ich aber mit, du. Den aber, da kaufe ich ja sowas von ein. Ah, der ist natürlich, ich kann natürlich nur 5 Tonnen. Aber das ist ein Schnäppchen. Ja, der muss ich, da kann ich gar nicht nein sagen. So, und den fahren wir jetzt mal wieder rüber. Und ich glaube, ich sollte echt hier die Zeitung kaufen. Jetzt muss ich mal schauen, wo war es denn in der Tat noch besser? Am besten nach Boston. Okay, also ab nach Boston. Das ist eh die nähere Stadt, ist eh schön. Das ist ein dicker Gewinn. Da spielst du auch mal Kohle in die Taschen. So soll es sein. Ja, Jungs und Mädels, dann war es das auch schon für diese Folge angezockt. Für mich ein unfassbar interessantes Spiel und wo ich wirklich, glaube ich, noch viel Zeit investieren können werde. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da und ansonsten sagt mir mal eure Meinung zu so einer Art von Spiel. Ich bin sehr gespannt. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.